Hi, ich bin Leo und im heutigen Video geht es hier drum, das Neua CN160, das Kameralicht, das in keinem Kamerakit fehlen darf. Viel Spaß! Fangen wir mit dem Lieferumfang an. Wenn man sich dieses Licht einzeln kauft, kommt es in einem blauen Karton. Da drin ist einmal eine kurze Anleitung dazu, das Licht selber, ein Hot Shoe Mount Adapter und zwei Filter. Ein normaler Diffusionsfilter und ein orangener Diffusionsfilter. Der orangene Diffusionsfilter soll das Licht auf 3200 Kelvin regeln. Ich glaube das Ganze aber nicht ganz so. Dieses Set kostet auf Amazon so um die 25 Euro. Ganz wichtig bei diesem Set ist, dass kein Akku enthalten ist. Für um die 45 Euro gibt es ein Set, in dem noch zwei Sony MPF 550 Akkus enthalten sind. Diese haben jeweils eine Kapazität von 2600 mAh. Des Weiteren gibt es noch so ein relativ schönes gepolstertes Case dazu. Außerdem gibt es noch ein Ladegerät mit Ladekabel, allerdings ohne Wallplug. Kommen wir jetzt zu den Möglichkeiten, das Ganze zu bepowern. Da gibt es drei Arten. Alle gehen über irgendeine Form von Akkus bzw. Batterie. Also man kann dieses Licht nicht direkt in die Steckdose stöpseln. Die erste Möglichkeit ist, das Ganze über 6 AA-Batterien zu tun. Das habe ich allerdings nie gemacht, weil mir der Spaß immer zu teuer ist, weil die Batterien ja auch was kosten. Die zweite Möglichkeit ist über Panasonic D16 Akkus. Hiervon besitze ich allerdings auch keine. Deswegen bepower ich das Ganze über Sony MPF Batterien. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Mit den 550ern, die ich besitze, kriege ich so ungefähr 70 bis 80 Minuten an vollem Lichtoutput raus. Da es den Akku allerdings auch in einigen Nummern größer gibt, ist hinten am Batteriefach so eine Auskerbung. Wenn man das Ganze mit Batterien betreibt, sieht es extrem hässlich aus. Allerdings kann man dadurch größere Akkus an das Licht hauen. Kommen wir jetzt zur Verarbeitung. Diese ist, um es kurz zu machen, grottenschlecht und brillant. Das Ding besteht komplett aus Plastik und dieses Plastik ist wirklich so das billigste China-Plastik, was man finden kann, zumindest von der Haptik. Allerdings ist es doch unglaublich stabil gebaut und in anderthalb Jahren ist es bei mir noch nie kaputt gegangen und das ist schon häufiger runtergefallen. Bedient wird das Ganze über ein Rädchen. Über dieses Rädchen kann man die Intensität des Lichtens einstellen. Bei maximalem Output hat das Licht bei einem Meter Abstand einen Output von 900 Lux, bei 5 Metern dann nur noch von 400 Lux. Wer jetzt nicht der überkrasse Filmemacher und Mathematiker ist und sich nicht selber ausrechnen will, was für ein Beam Angle, also Streuungswinkel, das Licht hat, dieser liegt bei um die 90 bis 100 Grad, allerdings mit einem stärkeren Spot in der Mitte von um die 50 Grad. Aber warum sollte jeder Filmemacher dieses Licht in seinem Set haben? Das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Nummer eins, der Preis mit 25 Euro für nur das Licht und um die 45 Euro für das Licht im Paket kann man wirklich nicht meckern. Und auch die Farbgenauigkeit reicht aus. Ich würde dieses Licht jetzt niemals als Keylight benutzen, allerdings um ein bisschen einen Akzent im Hintergrund zu setzen oder als Fill bzw. Edge Light ist es super gemacht. Das Ganze geht so weit, dass ich es eigentlich bei jedem einzelnen meiner Drehs immer benutze. Punkt Nummer 2
ist die Größe. Es ist sehr, sehr klein. Natürlich gibt es kleinere Lichter mit mehr Output. Allerdings kosten diese auch gerne mal das 5- bis 6-fache. Aber das war's auch schon für dieses Video. Falls ihr noch Fragen zum Produkt habt, stellt mir die gerne unten in den Kommentaren. Lasst einen Like und ein Abo da. Aber bis zum nächsten Mal. Bleibt fresh und ciao.